man jetzt zum ersten Mal so ein bisschen tatsächlich eher taktischer vorgehen muss. Dem anderen hat man so das Gefühl, dass du dich einfach bloß durchprügeln musst. So, mal gucken, ob wir hier so eine Art Double Kill machen können. Aber ich glaube, das wird nicht. Ich glaube, die Zeit, die er braucht, um jetzt quasi hinzulegen, ist einfach zu hoch, um den anderen jetzt, sag mal, in so einer Art Doppelmove irgendwie umzulegen. Double Takedown. So, schön. Das olle Schmuddelpack, du. Nee, nee. Echt, haben wir schon? So, er war noch nicht. Okay. Und Kabel hier nach oben. Könnte jetzt höchstens. Ich lauf einfach mal hier hin. Okay. Man könnte stänkern jetzt, aber... Oh, okay. Jetzt sind drei. So, Nieren Piekser. Situation geklärt. Okay, zeigt mir aber tatsächlich, dass ich hier nicht aufrecht laufen kann, ohne irgendwelche Leute zu alarmieren. Doch immer das Gefühl, dass sie das so ein bisschen hören, wenn hier jemand einfach getötet wird. Einfach schön auf die Gelegenheit warten. Naja, jetzt den Typen erstmal noch. Oder doch nicht. Holen wir uns doch erstmal eine Mine. So. Schön geschraubenschlüsselt. Das geht doch ab. Das ist alles so. Diese Minimalbeträge, ey. Frustriert mich. Frustriert mich. Du musst dich tatsächlich spezialisieren. Du kannst halt wahrscheinlich nicht einfach alles freischalten. Ich bin nochmal ein großer. Bin nochmal ein großer Freund von tatsächlich. Aber es bringt natürlich auch ein bisschen Würze ins Spiel, wenn du dich eben nicht komplett
in allen Sachen aufleveln kannst, sondern dich halt auf eine gewisse Stilistik spezialisierst. Ist zwar blöde, wenn du halt blind spielst und du halt einfach keinen Plan hast, was wirklich cool ist. Kann ich ihn schubsen? Das wäre witzig. Mike aber nicht. Hab ich gefehlt. Drei. Eieiei. Okay, die lassen wir mal so. Die lassen wir mal jetzt dezent in Ruhe. Die Jungs. So, da vorne haben wir ein Energieknötchen. So ein Energieumwandler. Makellosen oder? Man hätte jetzt so ein bisschen Spaß mit denen haben können, irgendwie, aber. Jetzt sind da meistens immer die Sachen, wo was schief geht. Wisst ihr, wenn du dich zu sicher fühlst. Und ob ich die jetzt. Oh, schön. Ich kann Sachen verkaufen, das ist gut. Das ist gut. Ach, leck mich doch. Echt jetzt. Dieser Scheiß mit dem, wirklich. Die hasse ich ja nun von allen am meisten. Wo du einfach nichts so wirklich dagegen machen kannst. 2-7. Ah, die verstehe. Ja, der zieht den Nickbruch. Der ist jetzt gerade so ein bisschen, das, wo ich sage, so, da hab ich Lust drauf, da hab ich Lust drauf. So, hier könnten wir die Magnum-Patronen-Chance-Upgrade-Geschichte machen. Oh, die Schwarmischosse, die sind bestimmt richtig geil, ey. Aber ich denke, wir werden erstmal hier tatsächlich eine Verstärkung von unserem E-Stick machen. Abgeschlossen. Okay, wir kippen mal ganz kurz. Ach nee, warte, ich muss erstmal verkaufen, bevor ich in die Schränke reingucke. Ding, ding, ding. 100 nur? 200 nur? What für ein. Was? Was? Warum? Okay, gut, ein bisschen nehmen. Also Gesundheit haben wir jetzt auf jeden Fall ordentlich. Haben sie tatsächlich auch so ein bisschen gemacht, so wie bei Dead Space, ne? Irgendwie immer so ein bisschen so diese Safety-First-Schilder. Ich find's cool, grundsätzlich vom Prinzip. Aber es ist, es fühlt sich wie ein, wie ein brutaler Klon an. Irgendwie. Oh, ja, ja, ja. Das hier vorne, das Ding zum Beispiel. Hier würde ich jetzt mal sagen, das ist so eine. So, kann ich, ist hier noch Kaffee drin? Der Generator. Hoffentlich geht er noch. Das ist. Das meint er jetzt hier mit Generator oder was? Hier vorne sehe ich jetzt keinen Generator. So, hier haben wir ein paar Schnuffi-Anzüge. Aber scheinbar war der damit gemeint oder was? Don't make any noise. Ist das jetzt wirklich. Ach nee, der wird es sein. Okay. Der wird das sein. Oh, nee. Oh, nee. Ich kann sagen, so. Doch ein bisschen klein, der Generator hier für die ganze Anlage.
muss wahrscheinlich auch wirklich runter. Das ist nicht geil von mir. Full. Full, full, full. Wir haben jetzt 5 Stück, ne? 5, ja. 6. Nee, lass mal. Und doch vielleicht ein bisschen too much. Und kriegen wir Gesellschaft? Ja, wir kriegen Gesellschaft, das war klar. Hau ab! Nein, lass mich! Hier wird nicht. Kein Zunkus! Scheiße! Ja, ne? Und selbst so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, die Kämpfe, die nehme ich hier mit. Ist natürlich fies, wenn sie jetzt natürlich Gegnertypen mixen. Ja, und du dich halt nicht einfach so lustig, wie du bist, irgendwo ranschleichen kannst. Sondern auch stellenweise eben nicht gesehen werden darfst. Zum Beispiel, ne? Gott, wo klettert der denn hin? Ich fand es jetzt nicht so effektiv, muss ich sagen. Die Aufstandsflinte. Also man hat relativ viel Moon Rin gepumpt. Okay, er stand jetzt halt, war jetzt nicht super nah dran. Was ist denn mit euch in Ordnung? Echt jetzt, Alter? Das waren doch grundsätzlich ebenfalls welche, die man, die nicht sehen konnten. Warum wussten die sofort, wo ich bin? Bin ich nicht geschlichen? Bin ich nicht geschlichen? Na gut, dann nehmen wir uns mal kurz hier einen Spritzkin. Dann nehmen wir uns mal einen Spritzkin. Dann können wir die einfach aufnehmen. So, rennen den Glibber. Und auf ihn. Und dieser komplette utopische Umweg. Ja, für nichts und wieder nichts. Also da muss ich ja wirklich sagen, das nehme ich den ja schon fast übel. So vom Storytelling. Ja, weil wir jetzt unbedingt wissen wollen, was hier los ist. Interessiert mich scheiße, ich will weg von hier. So, wer von uns? Okay.
nicht. Er macht's nicht. Na klar. Ist doch albern. Das ist doch Quatsch. Jetzt wird mal ganz schön viel Heilung hier plötzlich. Wer weiß wieso. Oh je. Da ist ganz schön duster hier alles. It's a lie. Help me. Help. Und Drucker. Schön. Wahrscheinlich kommen wir da hinten durch der Tür. Durch die Tür raus. Ein bisschen Aufstandsflintenmunition. Okay, gehen wir erstmal kurz hier ran. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Aktiv. Okay. Die ist voll, die ist voll, die ist voll. Ich glaube 400, da kann man natürlich auch nicht groß erwarten hier, kauftechnisch. Ja, dann wird jetzt wahrscheinlich erstmal... Man sieht doch nicht, wie viel das war. Da wird jetzt erstmal die Aufstandsflinte ein bisschen ballern müssen. Okay, warum ist sie zu? Nein, ist das jetzt einfach nur ein großer Umweg gewesen? Ein blöder, riesengroßer Umweg? Ach nee, hier vorne ist ein Bedienpanel. Powerbreaker. Warte, mach mal. Warum guckt er so nach oben? Sieht aus, als wären drei Sicherungsschalter an den Generator angebunden. Ach, wieso? Mensch, wieso? Jetzt musst du natürlich drei Sicherungen anmachen. Ach. Finde den ersten Sicherungsschalter. Ja, hier werde ich auf jeden Fall nicht lange alleine bleiben. Bleibt man trotzdem erstmal so ein bisschen im Sneak-Mode. Ich frage mich dennoch, warum habe ich vorhin diese Kisten nicht aufbekommen, diese drei roten, die sich dann halt verschlossen haben, als ich mich deren genähert habe. Finde ich schon krass. So, dann machen wir die Sicherung an. Finde den zweiten Sicherungsschalter. Oh, die Kabel leuchten sogar. Man sieht, wie der Strom läuft. Das ist ja schön. So, jetzt kommen die natürlich alle. Schon mitten im Rücken. Okay, der andere ist wahrscheinlich unter mir. Ja, ist unter mir. Soll er da mal rumwurschteln? Achso, hier geht eine Treppe runter. So eine halbe. Na toll. Okay, da ist auch der nächste Generator. Oh, 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 oh. Oh, vier. Vier Stück. Aber das kriegen wir hin. Das hoffe ich. Kriegen wir hin. Ui. Das sind zwei. Türme euch hier schön auf einen Haufen. Fünf so, ja. Ach Mist. Okay, kommen wir erstmal zurück. Nein, nein, nicht in meine Richtung. Ui. Oh.
Das war ein bisschen knapp gerade irgendwie. Aber wir haben es noch geschafft. Na, damit nicht eine reiche Ausbeute nachher wird. So, Nummer 5. Credits. Wirklich eine Menge Gesundheitsinjektoren. So, blute die mal schnell erstmal. Mein Name ist Ludwig von Lutendorf. Aus Lutherstadt. So, Nummer 2. Fehlt noch eine. So, und da hörst du doch schon wieder glitschen. Da ist doch schon wieder was los. Da drüben. Na was? So, ich hoffe, der wird jetzt nicht zum Problem neben mir. Okay, haben wir. Die kommen jetzt zurück. Aber irgendwie glaube ich, dass das jetzt noch nicht gewesen sein wird hier mit den Jungs. Ach, guck mal. Jetzt hätte ich es nicht gewusst. Ist aber doof jetzt hier. Haut mal ab, läuft mal wieder in eine andere Richtung. Oh, den haben wir. Cool, 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 cool. So, du bist der Nächste. Weil dir deine Visage nicht gefallen hat. So. So. Hammer, Hammer, Hammer. Ach so, ihr macht die große Runde. Verstehe. Du wartest noch auf deinen Kumpel? Ja, er wird ja gleich das feuchte Grab folgen. Ah, scheiße. It's no good. So, und wie wollt ihr ohne Bene laufen? Okay, er hat sich nochmal umgedreht. Das war blöd. Aber passiert. Er hat das mit dem Leben bezahlt. Wenn man das überhaupt noch Leben nennen kann. Zack. Nein, nicht. Dich wollte ich treffen. Wunderbar. Okay. Dritter Sicherungskasten, ich komme. Und ich krieg. Uiuiuiui, nicht rein. Und ich krieg auch ein bisschen jetzt die Aufstandsflintenmunition ein wenig weg. Klingt komisch, aber. Also ich bin jetzt nicht der große Freund von dem Ding. Finde ich die anderen ein bisschen cooler. Okay, da jetzt hoch. Schnell schnupp. Hammer. Das Schöne ist aber natürlich, dass du selbst bei dem Spiel von dieser Grafikgewalt einfach auch siehst, wie hier irgendwelche Lampen in der Luft hängen. Nicht, dass das irgendwie die Grafik schmälern sollte, aber es ist auch schön zu sehen, dass halt auch Riesenstudios wie dem hier auch noch wirklich grafische Fehler unterlaufen. Also jetzt nicht irgendwelche Bugs oder Glitches oder so, sondern
Sowas. Hier der nächste Sicherungskasten sein, ich geh mal einfach hin. Also nicht, dass das jetzt für mich irgendwie, dass ich mir jetzt daran mich daran aufgeile, dass ich jetzt hier einen Grafikglitch gefunden habe. Spiel sieht sensationell aus. Jetzt zurück zum Bahnsteig. Schmälert und sowas. Zum Bahnsteig, also kehre zur Transportplattform zurück, Alter. Wie soll ich denn da jetzt noch hinkommen? Finde ich doch nie wieder die und schon wieder vier neue. So, wäre geil, wenn ich wirklich mal einen direkten Weg habe. Das würde ich echt wirklich gut finden. Wirklich gut finden. Jacob, bist du da? Ja. Ich verstärke das Signal. Ja. Er hat doch so eine schöne Stimme. Ich komme jetzt zur Kolonie. Ich melde mich, wenn ich da bin. Muss jetzt leise sein. Sei vorsichtig. Bis gleich. Sei vorsichtig, nur. Klar, ich hätte es ja fast vergessen. So. Tatsächlich hege ich gerade keine großen Ambitionen, mich da durchzuprügeln. Ja. Ist gut gefallen, die Arme. Raus? Hinter mir. Schau mal an. Ja, das macht mal euer Ding. Zieht euer Ding durch. Schnieke mal einfach weiter. Da liegt noch ein Akku-Pack, wa? Jo. Kann ich's nehmen? No. Oh, da oben kommt einer runter. Ja, der hat natürlich jetzt eine blöde Route. Könnt ihr ihn ablenken mit irgendwas? Oder geschwunden schlüssigen einfach. Okay, das ist halt natürlich so lief. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte tatsächlich, dass er sich nur umdreht zu uns. Oder halt wirklich zu uns, auf uns zusteuert oder uns einfach nicht durchlässt. So, ich glaube, dass der Weg sehr, sehr lang wird. Es sei denn, wir können durch die andere Tür, die jetzt gerade noch zu war, und sind direkt am Bahnsteig. Das wäre schon... Wir würden ja quasi hier mal einen kleinen Sekt aufmachen. Vor Freude. Schleichen. Von der Decke runter. So, ich werde jetzt mal wirklich ganz stumpf hier den Kabeln folgen. Na, hau ab. Nee, warte mal, von hier kam ich nicht. Das, nee, warte mal, doch. Aha. Also, kam schon von hier, wurde aber tatsächlich... ich bin gerade maximal verwirrt. Warte mal, da vorne bin ich ja nicht durchgekommen, oder? Doch, na klar, Transporterplattform, da steht's ja so, ja. Hatte mich gerade gefragt, wo diese zweite Tür war, die verschlossen war. Scheinbar war es hier. Boah, krass. Oh, krass. Das war mal eklig. Too close. Haben wir was? Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Nö. Okay. Oh je. Oh, bitte jetzt kein Fight hier. Tatsächlich, ich hab's bis jetzt noch nicht so weit wie ein Boss-Fight hier. Und jetzt sind die Truhen offen, das ist natürlich cool. Und ich bin voll.
Ich bin voll. Schön. Das ist toll.